Ja, herzlich willkommen, meine Lieben, zu einem wunderschönen Spiel. Und zwar Ni no Kuni 2 Schicksal eines Königreichs. Ich bin mal gespannt, ob ich das bis zum Ende spiele. Playtime ist nämlich angeblich so 35 Stunden. There were two worlds. One was a world torn by endless war, where strong lands devoured weak, and peace was a distant dream. Eventually only a few great realms remained, glaring at each other across brittle borders. Hallo Zitrox. But then came a great king. One who would change this world forever. Ich mach mal hier den Sound ein bisschen lauter. Standardauflösung natürlich wieder 4K und ja, mal ab, ihr kriegt es in 1080p. What in the world? Sowas sollte nach Möglichkeit nicht passieren. Chapter 1. The Fall of the House of Tildrum. My lord, the preparations are complete. Excellent. Then let us begin. What happened? I'm Evan Petty Whisker Tildrum, King of Ding Dong Dell. Who are you? Never mind who. The question is where? Huh? Well, now, would you look at that? Stay where you are! Wait! Verdammt, kein Netz. Oh, jetzt darf ich auch noch vorlesen. Ihr habt den Luxus, dass ich euch alles vorlese. Ich war doch... Genau, ich war auf dem Weg zur Tagung, als... Dann ist das hier ein Traum? Oder bin ich etwa... Wachen, ergreift den Eindringling! Was ist los? Warum ist hier niemand? Mina, wo ist sie? Ach, die Vorbereitung für die Zeremonie. Hör zu, verstecken kannst du mit deinem Papa spielen. Ich habe keine Zeit für sowas. Excuse me,
Unverschämtheit, ich bin der König von Katzbuckel. Ja, wie auch immer. Wo wir schon dabei sind, eine Frage. Bin ich tot? Was soll das? Lenk nicht vom Thema ab. Wow, eine Explosion? Ist das etwa auch dein Werk? Okay, jetzt ist erstmal egal, wo ich hier bin. Aber wenn dieser Junge die Wahrheit sagt... Du bist also der König dieses Landes. Ganz genau. Ich sehe mal nach, was da vor sich geht. Mach keine Dummheiten. Du willst doch bloß abhauen. Nee. Was geht hier nur vor? Ah, schon wieder. Hi, Schnitzelheinz. Was ist das für ein Schloss? Halt! Intruder! You will go no further! Guards! Seize him! Verräter! That'll teach me to get trigger happy. They're not here to protect you. Get back. Oh, jetzt geht's los. Kämpfen. Es gibt zwei Arten von Nahkampfangriffen. Schnelle, leichte Angriffe mit X und langsame, starke mit Y. Mein Gott. Eine Innovation. Eine richtige Innovation der Spieletechnik. Hi, Alvin. Der Schaden, den der Gegner nimmt, wird aus den beiden Parametern Nahangriff des jeweiligen Charakters sowie der Abwehr des Gegners berechnet. Yeah. So einfach ist das. Geht's dir gut? Fass mich nicht an. Wachen, nehmt diesen Mann fest. Sieh dich doch um, niemand kommt, um dir zu helfen. Deine eigenen Soldaten greifen dich an. Was willst du damit? Hey. Verstehst du nicht? Das ist ein Putsch. What? Was? Ein Putsch? In meinem Land? Oi. Hey, habt ihr Evan etwa immer noch nicht gefasst? Sir. Wir erhalten sicher gleich Bericht von seiner Ergreifung. Hier ist es zu gefährlich. Am besten kommst du mit mir. Dem Gameblamer. Was? Ja. So liebe ich das. Wenn ich vorlesen muss, dann quatsche ich wenigstens relativ viel. To strike, while our enemy was preoccupied with preparations for the ceremony. This was a very clever strategy indeed, my lord. If only King Leonard had been less robust. He would have succumbed to the poison all the sooner, and our plot would have come to fruition all the more quickly. What does it matter now? Did we not? King Leonard's untimely demise was effected without a hitch. Now the only obstacle remaining is the boy. Yes, ist das Splinter? Das ist doch Splinter! Wo sind die Turtles? It is time for Mousekind to assume its rightful place at last. Lord Mousinger, the boy, he's escaped. What? Was? Ihr habt ihn entkommen lassen? No matter. We will find him soon enough. Or rather, the Black Knight will. Thank you.
Boah, das ist so ein richtig schöner Zeichenstil. Ich liebe den. Ich liebe den jetzt schon. No. Das muss von den Explosionen von vorhin sein. Hey. Da fällt mir ein, bei dem ganzen Chaos habe ich ganz vergessen, mich vorzustellen. Ich bin Roland. Und du sagtest, dein Name ist Evan, also König Evan. Schon, aber... Was ist nur passiert? Unser Königreich war doch immer so friedlich. Mhm. Was soll ich sagen? In jedem Land geschehen tief im Verborgenen dunkle Machenschaften. Hm? Was? Ich muss es wissen. Glaub mir. Roland Kaiser. Alright. Wir müssen weg. Am besten verlassen wir das Schloss so schnell wie möglich. Das sieht so schön aus. Kümmert euch nicht um mich. Bringt euch in Sicherheit. Okay. You won't get away. Drücke RS, um einen Gegner im Kampf zu fixieren und Angriffe auf diesen zu konzentrieren. Nein! Wieder Innovation pur. Drücke nach links und rechts, um den fixierten Gegner zu wechseln. Nein! Bam. Hm. Bist du etwa gekommen, um mich zu retten? Ich weiß es leider auch nicht, aber vielleicht ist das mein Schicksal. Hey. Roland, warte! Sieh nur, die Soldaten! What is it? Was ist mit ihnen? Das sind Elite-Soldaten, du erkennst sie an ihrer roten Kleidung. Ich verstehe, dann sollten wir uns wohl besser nicht mit ihnen anlegen. Auf keinen Fall! Ach, wenn doch nur Mina hier wäre. Wer? Yes. Mina! Eigentlich heißt sie Almina, sie ist echt stark und außerdem nett und weiß einfach alles. Mit ihr müssten wir vor denen keine Angst haben. Wartet mal eben. Wirklich? Die muss ja mächtig was drauf haben. Aber sie ist jetzt nicht hier. Wir zwei sind allein. Einfach vorzusprechen wäre unüberlegt. Da müssen wir wohl schleichen. Durchs Gebüsch. Hoffentlich sehen sie uns nicht. Psst, sei leise. Lass uns vorsichtig im Schutz der Hecke weitergehen. Ich will aber kämpfen. Das Ziel ist auf der Flucht, vermutlich gemeinsam mit dem mysteriösen Eindringling. Es waren doch alle Wege zu seinem Zimmer versperrt. Wie ist dieser Kerl bloß entkommen? Ah, war klar. War nichts mit unentdeckt schleichen. Dieses Schloss ist das reinste Labyrinth. Ich habe das Gefühl, dass wir ständig den gleichen Gang entlang laufen. Diese Konstruktion ist beabsichtigt. Es sollen Feinde verwirrt werden. Das hat mir Mina mal erzählt. Wenn der Feind hier fremd wäre, hätte das auch sicher Wirkung gezeigt. Ah. Okay. Wollte ich nicht nochmal sehen. Scheint, als wären wir umzingelt. Nutze Abwehr, um den Schaden von unausweichlichen Angriffen von oder einer Reihe Angriffe zu reduzieren, während du auf eine günstige Gelegenheit zum Gegenschlag wartest. Durch Halten von LB. Stop right there! Ach.
Bam! Da sind sie. Heißt die echt Magie-Maus? Heißt die Magie-Maus? Los, schnappt sie euch! Verstärkung. Prinzessin Mononoke! Sorry, Evan. I came as quickly as I could. Die sieht doch echt original so aus. Evan! Ich bin erleichtert. Ihr scheint unversehrt. Ja, dank Roland ist mir nichts weiter passiert. Und wer seid ihr, wenn ich fragen darf? Roland? Jetzt ist nicht die richtige Zeit für Schwätzen. Erstmal müssen wir hier aufräumen. Durch Drücken von L und LB kannst du mit geschicktem Timing Angriffen ausweichen und Schaden vermeiden. Das ist vor allem bei starken gegnerischen Angriffen entscheidend. What? Thanks. Das hätte gefährlich werden können. Danke für die Hilfe. Thank you. Vielen Dank, Mina. Ihr schuldet mir keinen Dank. Ich hätte viel früher an eurer Seite sein müssen. Ausgerechnet an solch wichtigen Tagen, derartige Pläne in die Tat umzusetzen. Darf ich mir jetzt die Frage erlauben, wer ihr eigentlich seid? Ihr scheint hier fremd zu sein. Wie seid ihr ins Schloss gekommen? Mein Name ist Roland und wie ich hierher gekommen bin, würde ich auch zu gern wissen. Roland hat mich gerettet. Ich verdanke ihm mein Leben. Naja, eines hat wohl das andere ergeben. Wenn seine Majestät es sagt, will ich es gerne glauben. Bitte entschuldigt mein Verhalten. Ich bin Almina, König Evans Zofe. Evan, Entschuldigung. Wie es aussieht, ist auch die Leibwache des Königs an der Sache beteiligt. Yes. Ja, so scheint es. Einen schlechten Ruf hatte sie schon immer, aber bis jetzt... Mina, was passiert hier? Ratuleon, der... Der aussieht wie eine Ratte oder wie Splinter und deswegen Ratoleon heißt. Natürlich! Magie-Maus Ratoleon. Warum nicht? Der Berater eures Vaters, König Leopold, der wahrscheinlich Leopold, ein Leopard ist. Ich vermute es einfach mal. Hat uns verraten. Er hat es auf euch abgesehen. What? Ratoleon? Wir müssen ihn stoppen. Gehen wir mit ihm reden. No. Ich denke nicht, dass das was bringen wird. Soweit ich das beurteilen kann, ist dieser Putsch bis ins Detail geplant und du bist das Ziel. Zu ihm zu gehen, bringt dir höchstens den Tod. But... Aber danke fürs Hosten, EDH. Eddie. Aber... Almina, gibt es irgendeinen Weg, sicher von hier zu fliehen? Yes. Es gibt einen Geheimgang, jetzt so kann also... Nicht zur Kanalisation. Es natürlich, die Katzalisation. Klar. Diesen Fluchtweg kennen im Schloss nur wenige. Diese Tür führt dorthin. Ja, dann gehen wir doch mal dahin. Oh, jei, eine Katze, die Mizerika heißt, natürlich. Oh, das Spiel ist gut. Mia? Eure Hoheit, ihr seid wohl auf, welch ein Glück. Ja, dank Mina und Roland. Hier scheint alles ruhig zu sein. Ja, Ratoleon scheint es ausschließlich auf seine Majestät abgesehen zu haben. Die Verletzten und einfache Angestellten wie ich haben hier Unterschlupf gesucht. Die Soldaten wissen ganz bestimmt, dass wir hier sind, aber genauso, dass wir hier nicht weg können. Wir sind nichts weiter als Gefangene. Oh mein. Dann sollte ich wohl besser nicht zu lange bleiben, sonst bringe ich euch noch unnötig in Gefahr. Majestät. Nehmt dies. Ich weiß nicht, ob es euch von Nutzen sein wird, aber bitte nehmt es an euch.
Wahrscheinlich ein Wolk. Ich wollte gerade sagen, gut, Kräuter. Ich dachte, die gibt uns jetzt einen Wollknäuel. Thanks. Vielen Dank. Wenn ihr mit der Nutzung von Kräutern nicht vertraut seid, fragt ruhig mich. Ja, die sind zum Heilen, natürlich. Danke, das werden wir. Das ist bestimmt. Ohne Scheiß, die hätten das nicht Katzen. Die hätten das nicht Kräuter, sondern Katzenminze nennen sollen. Das hätte das Ganze noch abgerundet. Aber egal. Man kann ja nicht alles haben, ne? Oh nein! Wir müssen uns verstecken, schnell! Wir aber auch dafür. Mal einen Schluck Fanta auf den Schock. Könnte aber auch jedes x-beliebige andere Limo-Getränk sein. That was the Black Knight. Mit dem schwarzen Ritter sollten wir uns besser nicht anlegen. Warten wir ab, bis die Luft rein ist. Der schwarze Ritter? Wer ist das? Er sieht gefährlich aus. Er ist ein geheimer Untergebener Ratuleons. Er soll eine mysteriöse Magie beherrschen und über außergewöhnliche Kräfte verfügen. Das ist alles, was über ihn bekannt ist. Ihn direkt herauszufordern wäre töricht. Gegen ihn haben wir keine Chance. Du meinst, selbst du kannst nichts gegen ihn ausrichten? Dann sollten wir einen Kampf besser vermeiden. Ich bin ganz eurer Meinung. Es ist besser, wenn wir uns bedeckt halten. Wie wäre es mit ein paar neuen Kleidern, mein Herr? Die will mich doch nur nackt sehen. Say. Und wie sehe ich aus? Boah, besser als gedacht. Ein Glück, dass etwas in eurer Größe parat war. So ein Zufall. Nehmt euch dies. Wie ich sehe, tragt ihr noch keinen bei euch. What is it? Ein Ehering. Jetzt bin ich auch noch verheiratet. Ein Rüstring. Ein magischer Ring, der das Lagern und Tragen von Waffen ermöglicht. Mit seiner Hilfe könnt ihr mehrere Waffen gleichzeitig ausrüsten und noch dazu die in den Waffen verborgenen Fähigkeiten nutzen. Wow. Nur mit diesem kleinen Ding? Now. Sicher verfügt auch euer Schwert über spezielle Fähigkeiten, aber ohne solch einen Rüstring bleiben die euch verborgen. Ich gebe euch noch ein zweites Schwert. Rüstet es zusammen mit eurem am Rüstring aus. Ein Eisenschwert! Die beiden Schwerter ausrüsten? Ich verstehe. Habt ihr noch andere Waffen bei euch? Meine Pistole, aber ich habe sowieso kaum noch Munition. Keine Sorge, wenn ihr sie mit diesem Ring ausrüstet, geht euch die Munition niemals aus. Im Ernst? Wow. Mhm. Am besten rüstet ihr die beiden Schwerter und eure Pistole gleich einmal mit dem Rüstring aus. Okay. Du kannst über das Hauptmenü auf das Ausrüstmenü zugreifen. Unter Waffen kannst du drei Nahkampfwaffen und eine Fernkampfwaffe am Rüstring ausrüsten. Statte dich unter Ausstattung mit schützender Kleidung und Schuhen aus und lege allerlei Accessoires an, die deine Abwehr und Magieabwehr verbessern. Unter Fähigkeiten kannst du für jeden Charakter die Spezialtechniken und Zauber festlegen, die im Kampf zur Verfügung stehen sollen. Ausrüstung. Das kämpferische Können der Charaktere wird in 5 Parametern angegeben. Nahkampfangriff, Fernangriff, Magieangriff. Abwehr, Magieabwehr. Die angelegte Ausrüstung verändert den spezifischen Grundwert des Parameters, wobei jeder Charakter andere Waffen benutzen kann. Ausstattung kann von jedem angelegt werden. So, ja, dann nehmen wir natürlich das Eisenschwert, ne? Dann nehmen wir den Mäusedegen. Und dann nehmen wir die Pistole. Da steht er wie James Bond. Na gut. Während eines Kampfes kannst du mit LT zwischen deinen Nahkampfwaffen wechseln. Okay. Der Waffenwechsel lässt sich sicher nicht in einem Wort zusammenfassen, aber für den Anfang empfiehlt sich der Kampf mit einer Waffe mit voller Wuchtanzeige.
Die Wuchtanzeige ist der Wert, der neben jeder Waffe angezeigt wird. Er steigt mit jedem Treffer deiner Nahkampfwaffe. Erreicht der Wert 100%, steigt der Angriff. Der Waffenwechsel kann übrigens manuell, halbautomatisch oder automatisch erfolgen. Die Grundeinstellung ist halbautomatisch. Boah. Beim Manuell ist der Waffenwechsel nur durch Drücken von LT möglich und empfiehlt sich daher für fortgeschrittene Spieler, die ihre Waffe stets optimal für den Gegner anpassen möchten. Bei halbautomatisch wird automatisch die optimale Waffe eingewechselt, sobald die Wuchtanzeige der aktuellen Waffe auf 0 fällt. Boah. Bei automatisch wird stets die Waffe verwendet, deren Angriff und Wuchtanzeige am höchsten sind. Ein manueller Wechsel ist nicht möglich. Du kannst diese Art des Waffenwechsels je nach Belieben im Menü. Weitere Details zur Wuchtanzeige folgen. Gut, ihr scheint alles ausgerüstet zu haben. Nun solltet ihr in der Lage sein, während eines Kampfes schnell zwischen den angelegten Waffen hin und her zu wechseln. Denkt immer daran, neue Waffen an ihm auszurüsten, sobald ihr sie findet. Hört sich komisch an, der Satz. Thanks. Das werde ich, danke. Nun zu euch, Majestät. Ihr nehmt bitte das an euch. Evans Grundausstattung. Was ist das? Es war nicht viel Zeit, aber ich habe das Nötigste für euch zusammengetragen. Ich habe auch euren Rüstring beigelegt. Solange ich an eurer Seite bin, werdet ihr ihn nicht brauchen. Allerdings ist ungewiss, wie es weitergeht. Evan. Seid auf alles vorbereitet. Letztendlich müsst ihr euch selbst verteidigen können. Hm. Verstehe. Meilensteine befinden sich überall auf der Welt, das sind bestimmt Speicherpunkte. Untersuchst du einen Meilenstein, werden deine gesamten LP und MP wiedergestellt und alle Zustandsveränderungen verschwinden und es kostet dich keinen einzigen Gulden. Darüber hinaus kannst du an diesen Meilenstein speichern. Ja. Alright. Aber natürlich speichern wir. Mein erster Speicherstand! Yeah, dafür gibt's Kuchen. So, weiter geht's. Wo ist er hin? Er scheint nicht mehr da zu sein. Ein Glück, das ist unsere Gelegenheit. Aber seht nur, all die Elite-Soldaten. Kein Wunder, in Situationen wie diesen gehört diese Sicherung der Ausgänge zu den grundlegenden Strategien. Der Eingang zur Katalysation befindet sich am Ende des Ganges auf der anderen Seite. Also müssen wir irgendwie an diesen Soldaten vorbei. Kämpfen! Ach, scheiße. Nein, will ich gar nicht. Let's keep moving. Yeah. Oh, ich laufe, glaube ich, falsch. Ich hätte einfach nur gerade ausgemusst. Der Eingang zur Katalysation ist in diesem Zimmer dort. Es sieht nach einem ganz normalen Zimmer aus. Ja, aber es gibt hier einen geheimen Schalter. Ich habe ihn noch nie benutzt, aber... Gosh. Wow, Wahnsinn. Ist ja wie im Film. Now. Die wissen doch gar nicht, was ein Film ist hier. Mina, kann ich dich was fragen? Meinst du, Ratoleon hat den Putsch geplant, weil er mich nicht als neuen König akzeptieren wollte? Aber Majestät... Ja. Das bezweifle ich. Wie ich schon sagte, kein Land ist vor dunklen Machenschaften gefeit. Amina, eine Frage. Bei diesem Aufruhr scheint es um einen Zwist zwischen zwei Bevölkerungsgruppen zu gehen. Yes. Das habt ihr richtig erkannt.
In diesem Land leben das Volk der Meads und das der Maus. Seit jeher Seite an Seite und mindestens genauso lang besteht auch schon die Rivalität zwischen ihnen beiden. Der letzte König, seine Hoheit König Leopold, wollte diesen Zwistigkeiten ein für alle Mal ein Ende bereiten. Aber danke fürs Followen, Formchan. Dieser Wunsch wird sich ihm nun nicht mehr erfüllen. Oh. Vater. Ihr müsst wissen, seine Majestät ist kürzlich verstorben. Und gleich darauf dieser Putsch? Eure Majestät, der Tod eures Vaters, es gibt da etwas, was ich euch sagen muss. Euer Vater, er wurde von Ratto Leon ermordet. Was? Was soll das heißen? Ich dachte, er wäre an einer Krankheit gestorben. Ich habe es vorhin von einem untergebenen Ratto Leons in Erfahrung gebracht. Es scheint, sie haben dem König über einen längeren Zeitraum kleine Mengen Gift ins Essen gegeben. Dann haben sie es also nur so aussehen lassen, als wäre er krank. Das bedeutet, das Ganze war von langer Hand geplant. Sowas kann doch nicht... Hey. Evan, ich weiß, das muss schwer sein, aber wir haben jetzt erstmal keine Zeit, uns darüber den Kopf zu zerbrechen. Wir müssen weiter. Traurig. Das war's mal wieder mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst nicht, dass man mich abonnieren und liken kann. Außerdem könnt ihr mir folgen auf Facebook, Twitter und Instagram. Und das ist alles kostenlos.